Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur Demo von Hornsville. Und ja, Hornsville ist ein neues Western-Survival-Horror-Spiel, was später in diesem Jahr herauskommt. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein in die Demo. Let's go! Hey, wo bin ich hier? Okay, was ist da gerade wohl mit unserem Fahrer passiert? Wollen wir das wissen? Ich glaube nicht. Und eines steht fest, wir müssen jetzt erstmal hier ein Dorf aufsuchen. Ja, das haben wir auch scheinbar dort oben direkt schon. Und unten rechts sehen wir auf jeden Fall unsere Gesundheitsleiste. Wasseranzeige, Nahrungsanzeige und so weiter. Ja, und mal sehen auf jeden Fall, ob hier welche in dem Dorf sind. Mal sehen, ob hier jemand lebt. Ich will mal hier reingucken in das Haus. Geht das? Ach, okay. Geht nicht jetzt hier in dieser Demo-Version. Alles klar. Sieht auf jeden Fall an sich hier recht ausgestorben aus, wenn man sich das Ganze hier so ansieht. Hallo? Ah, da ist ja jemand. Hi, grüße Sie. Did you see those monsters? They slaughtered and abducted everyone. Thank God I managed to hide here in my store. I've never seen anything like that. If we want to survive this, we need some supplies. There should be a gun at the sheriff's building. I'm not gonna leave my store. You go find it. Okay, ich soll eine Waffe finden, alles klar. Ja, ich guck gleich nach einer Waffe, aber erstmal will ich noch ein bisschen was zu essen von dir hier mitnehmen. Kollege, ich hoffe, das ist okay, wenn ich deine letzten Essensvorräte mitnehme. Ich glaube, ich habe die dringender notwendig, denn ich muss mich ja jetzt hier auch um die Monster und so kümmern. Aber keine Sorge, ich werde Futter und so finden für uns beide. Wir sind ab jetzt neue beste Freunde, okay? Howdy! Okay, könnte ich vielleicht noch so einen Hut haben? Vielleicht habe ich auch so einen Hut auf, wer weiß. Ich sehe ja meine Spielfigur nicht. Was haben wir denn hier? Okay, diese ganzen Leute hier wurden alle vermisst. Oder werden auch immer noch vermisst, ja. Gucken wir hier rein. Hier soll es dann jetzt eine Waffe geben. Kann ich die Schublade öffnen? Nein, das geht nicht. Hier haben wir eine Zelle. Und hier. Das kommt mit Patronen. Und eine Handfeuerwaffe. Sehr schön. Jetzt haben wir einen schönen Revolver hier. Was war das? Das war, glaube ich, eine Weinflasche. Wir packen alles mal mit ein, was geht. Wir brauchen auch einfach alles. Und auf jeden Fall hat mich dieses Spiel direkt schon gereizt, wo ich das gesehen hatte. Im Store wegen seinem Setting, ja. Survival mag ich, Horror mag ich und Western, ja. Ist doch auch sehr, sehr geil, ja. Also, geile Sache. Also, settingmäßig hat das Ganze auf jeden Fall was, wie ich finde. Sowieso finde ich, gibt es zu wenige Western-Spiele mit so einem Western-Setting. Finde ich, gibt es eindeutig zu wenige Spiele, deswegen... Cool, dass das Spiel so ein Setting hat und was ist denn da gerade lang geschwebt?
sah irgendwie etwas verrückt aus. Great! Now we can at least defend ourselves. We have to find some coal for the oven. The nights get very rough. There is a coal mine not far from here. Here, take this pickaxe. You will need it. Alles klar. Der hat mir jetzt eine Spitzhacke gegeben. Und mit der soll ich jetzt einmal hier zu einer Mine gehen. Oh, hi! Geh weg! Okay. Das war's für das Ding. Ja, die Mine ist dort vorne. Die ist ganz schön weit weg. Ich würde ganz gerne mal noch gucken, ob ich hier noch irgendwo was finden kann. Ich würde ganz gerne mal hier zu der Kirche gehen oder so. Aber ich denke, hier kann man bestimmt noch nicht rein, oder? Ne. Das ist halt alles noch verschlossen jetzt hier in der Demo. Aber das hier ist offen, da können wir mal kurz reingucken. Leer. Leider. So, wir rennen jetzt einfach mal hier direkt durch den Wald. Was ist das denn hier? Ach nichts, ich dachte gerade, da hängt irgendwie eine Pflanze oder so, die ich dann vielleicht mitnehmen könnte. Und wir müssen auf jeden Fall auf der Hut bleiben. Denn hier sind noch mehr von diesen Dingern auf jeden Fall in der Nähe, so viel ist sicher. Und schreibt auf jeden Fall auch gerne nach der ersten Folge mal in die Kommentare, was euer Ersteindruck so vom Spiel ist, ja? Wie euch das so zusagt, ob es interessant aussieht und so. Und da ist ein Tier, ja. Ich hätte jetzt gerade zwar probieren können, ja, es zu erlegen, wegen Nahrung oder sowas, aber wir haben gerade nicht viel Munition, deswegen machen wir das mal nicht. Und sowieso ist das Ganze hier erstmal noch eine Demo, ja. In der Vollversion würde ich das dann wahrscheinlich schon eher machen, oder in der Early Access Version. Ich habe mich da nicht ganz genau informiert, ob das Spiel direkt als Vollversion rauskommt oder ob das erst nochmal in den Early Access reingeht. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich da genauere Infos zu finde, werde ich das in die Kommentare oder in die Videobeschreibung schreiben. Auf jeden Fall finde ich das Spiel sehr, sehr interessant halt hier mit dem Western-Setting und so. Das hat auf jeden Fall was, wie ich finde. Wow, und da vorne ist einer, der hat Feuermäßiges drauf. Ich glaube, den probieren wir einfach mal nicht auszuschalten. Der ist gerade eh recht langsam. Wir rennen einfach zur Mine, denke ich. Obwohl. Komm schon, wir machen ihn weg. Wow. Jawohl. Hat er irgendwas fallen gelassen? Ja, und ich muss gestehen, irgendwie der Sound beim Nachladen vom Revolver, so bei der ersten Patrone, die er meistens gerade so reinsteckt beim Nachladen, oder der zweiten, hört sich das Geräusch irgendwie so ganz komisch an. Das hört sich so an, als ob ich irgendwie wie so eine Tonstörung hätte oder so. Ist das nur mein Empfinden? Oder klingt das für euch auch so? Hier, jetzt schon wieder. Das ist ganz kleine leise Geräusch, was ganz am Anfang kommt, wenn ich das Ding nachlade. Das hört sich wirklich so ein bisschen an, als ob ich ein Headset-Kabel rausziehen würde und dann so wieder reinstecken würde. So ein komisches krisselndes Geräusch, so hört sich das an, wie ich finde. So, und wir haben jetzt hier gerade nochmal eine zweite Hacke gefunden. Ich will mal ganz kurz hier mein Dings durchgehen, meine ganzen Tasten. Okay, hier öffne ich ein Inventar. Hier haben wir Crafting. Hier sehen wir auch schon, was wir dann später noch bauen können. Eine Axt, ein Hammer, Building, hier Fundament, Wand und so weiter. Das ist doch alles sehr, sehr interessant, wie ich finde. So. Mein Essen haue ich mal hier hinten rein. Gut. Und ich weiß, ich habe jetzt zwei Hacken hier.
Sicherheitsgründen drin, aber ich denke, das ist nicht schlecht, denn ja, falsch geht die Hacke schnell kaputt. Und ich nehme mal lieber meinen Revolver erst noch in die Hand. Weil hier sind bestimmt auch solche Dinger wieder drin. Moment, und das hier müssen wir, glaube ich, abbauen, oder? Okay. Perfekt, das Zeug hier einpacken. Ah! Nicht das! Komm schon! Alter, die Spitzhacke ist irgendwie dafür nicht geeignet, oder? Doch, es ging wieder Spitzhacke. Wir haben ihn ausgeschaltet, aber irgendwie nicht sonderlich effektiv. Ja, und im Nahkampf, muss ich sagen, fühlt sich das Ganze noch nicht so gut an. Aber ist halt auch erstmal noch eine Demo. Das Spiel befindet sich natürlich noch in Entwicklung. Darf man natürlich nicht vergessen. Erster Eindruck an mir bezüglich des Spiels ist auf jeden Fall positiv. Weil wie gesagt, das Setting kriegt mich halt alleine schon. Ja. So. Jetzt müssen wir das Zeug, was wir jetzt hier gesammelt haben, einmal zu dem Verkäufer bringen. Das heißt, wir müssen einmal wieder zurückrennen. Und ich will mal kurz was nachgucken. Kann ich schon eine Axt herstellen? Nein! Wow, das wollte ich nicht. Ich könnte schreien. Jetzt habe ich eine wunderschöne, wertvolle Kugel einfach so verschossen. Mich wundert, dass das überhaupt geht, dass ich eine Kugel abfeuern kann, während ich hier in dem Menü drin bin. Dann nehme ich mal lieber die Spitzhacke in die Hand, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Ja, wir müssen nur Steine und sowas finden. Die liegen ja eigentlich genügend rum, aber die kann ich nicht mitnehmen. Gut, wir rennen jetzt erstmal schnell weg. Ach du Schreck, ach du Schreck, ach du Schreck. Los, weg mit dir. Revolver raus, Revolver raus. Okay. Ich habe nur noch einen Schuss übrig. Wir müssen uns beeilen. So viel ist sicher. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt wieder zurückkommen. Wir brauchen dringend neue Munition. Und etwas zum Heilen am besten auch noch. Irgendwie ein bisschen Medizin oder sowas wäre nicht schlecht. Ich werde jetzt gleich einfach versuchen, wenn nochmal ein Gegner kommt, an ihm vorbeizurennen. Weil mit einem Schuss hier können wir uns nicht mehr so viel getrauen. Brauchen erstmal wieder neue Munitionsvorräte oder wenigstens eine Nahkampfwaffe oder so eine andere. Ey, und seht ihr das da? Da oben ist wie eine Art UFO. Dieses UFO hat bestimmt irgendwelche Aliens oder so hier abgesetzt. 100 pro. Müssen wir jetzt auf jeden Fall vorsichtig hier sein. Ich guck mal hier drüben. Okay, auch zu. Sind wirklich alle Häuser zu? Ja, ich glaube, fast alle Häuser hier sind zu. Bis halt auf die, die halt mit meinen Questzielen zusammenhängen.
Good. You survived. That'll do for some time. I noticed something sneaking around the houses. It's definitely not safe here at night. If you ask me, I think it might have something to do with the old graveyard this village has been built on. We should leave and set up a camp outside till we know what's going on. I have some building materials you can use for the camp. You should start searching for a suitable place. Meanwhile, I'll pack what else I can find in the warehouse. Okay. Sehr schön. Also sollen wir dann jetzt was wie so eine Art Camp hier bauen? Ein kleines Lager muss ich dann jetzt auch richten. Crafting. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz hier nochmal jetzt in das Menü rein. Crafting. Ich meine, ich muss jetzt eh erstmal ein paar Stöcker holen. Bevor ich dann so richtig hier loslegen kann. Habe ich eigentlich schon sowas wie Nägel bei mir? Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, die hat er mir gegeben. Okay, alles klar. Nägel hat er mir gegeben. Und ein bisschen Holz auch schon. Alles klar. Dann baue ich jetzt gleich erstmal ein Fundament und so. Wir machen es ganz klein, denke ich. Gleich erstmal. Craft a Building Foundation und platziere ein Bett. Gut, außerhalb soll ich das hier machen. Mal gucken, wo wir das außerhalb machen. Ich denke, wir gehen ja vorne in den Wald einfach rein, oder? Aber davor will ich nochmal ganz kurz hier reingucken. Das ist ja dieses Haus von dem Sheriff. Ich will hier ganz kurz nochmal überprüfen. Etwas, ob es jetzt hier vielleicht nochmal Munition gibt oder ob ich vielleicht irgendwie Munition übersehen habe vorhin. Weil das wäre wirklich nicht schlecht, wenn ich ein paar Kugeln mehr hätte, aber nein, ich sehe ja nichts. So, ich renne dann jetzt einfach mal hier raus in die Natur. So, ich soll es ja außerhalb machen hier vom Dorf. Ich weiß nicht, wie weit wir außerhalb jetzt hier rausgehen. Ich denke, ein Stückchen gehen wir mal noch. Und so auf einem offenen Feld wäre es vielleicht gar nicht so gut. Ich denke, die erste Basis lieber jetzt erstmal bauen bei ein paar Bäumen noch so mit dran. Okay, hier verlasse ich das Demo-Gebiet. Hier geht es noch nicht weiter, alles klar. Ja, dann bauen wir jetzt das erste Lager hier. Hier setzen wir das dann, denke ich, jetzt hin. Ja, hier. Bei den zwei Bäumen. Hier so dazwischen, denke ich. So. Gut. Jetzt habe ich einen Stufenaufstieg. Jetzt verbessere ich einmal meine Gesundheit. Jawohl, dadurch ist auch meine Gesundheit direkt einmal wieder voll. Jetzt packe ich das hier unten rein. So, ich brauche noch mal ein bisschen Holz. Das nehmen wir mal hier ganz schnell mit. Kann ich die großen Bäume auch fällen? Ich glaube, die nicht. Los, noch ein bisschen Holz sammeln. Danach fangen wir aber dann jetzt gleich an mit dem Bau. Ich will nur noch mal solche kleinen Dinger hier mir holen. Let's go. Na los. Kann ich das noch kleiner eigentlich hacken? Nee. Gut, das sollte jetzt erstmal genügen. Ja. Ich denke, wir haben jetzt erstmal genügend Holz. So, wo sind denn meine zwei Bäume von eben hin, die so eng aneinander standen? Sieht halt auch irgendwie alles gerade gleich ein bisschen aus. Hier sind die zwei Bäume. Hier sind zwei so und hier sind zwei so. Und ich dachte mir, das könnte man sogar eigentlich ein bisschen größer hier vielleicht noch ausbauen. Mal gucken. So, jetzt setze ich erstmal das Fundament. Das setze ich hier so dazwischen, habe ich mir gedacht.
So könnte man es auch machen. Perfekt, das gefällt mir. Und ich denke, wir machen das in so einem länglichen Format hier. So. Perfekt. Jetzt gehe ich wieder in das Crafting-Menü. Guck erstmal nach so einem Bett. Stell mir ein Bett her. Dann mache ich noch eine Wand. Okay, ich habe nicht genügend Holz. Leider. Leider fehlt es mir jetzt an Holz. Oder? Ja. Nochmal reingucken hier. Das sind Stöcke, die ich habe. Ne, hier habe ich auch nochmal Holz. Viermal. Kann ich die Stöcke vielleicht zu Holzbrettern verarbeiten hier? Ich will gerade mal kurz gucken hier. Sehe nichts. Gut, ich platziere jetzt erstmal das Bett. Das setzen wir einmal. Hey. Unten hin. So. Und das Bett haue ich mir dann jetzt hier so zwischen diese Bäume, habe ich mir so gedacht. Das sieht doch gut aus. Okay, jetzt sollen wir erstmal wieder zu dem Mann zurückkehren. Ja, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen weiter bauen. Ja, hi. Alter, 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 Alter. Weg mit dir. Schnell. Komm, ich hau dich kaputt. Fall doch um. Sehr gut. Tschüss, mein kleines Lager hier. Und ich merke schon, ich hätte jetzt gerade extrem Lust, hier direkt weiterzubauen. Ja, ich liebe es einfach, Häuser zu bauen und einfach eine Basis und sowas zu errichten. Genau wegen solchen Sachen liebe ich ja Survival-Spiele. Ja, ich liebe es einfach, kreativ zu sein, ein bisschen was zu bauen und so weiter. Das liebe ich einfach extrem. Deswegen habe ich auch so viele Spielstunden in The Forest, ja. Ich glaube, The Forest ist mit Abstand das Survival-Spiel, was ich am meisten gespielt habe von allen, die es so draußen gibt auf dem Markt. Ich habe The Forest damals auf der PS4 gespielt, auf der PS5 spiele ich das sogar ab und zu privat. Da habe ich wie so eine Art großes Hochhaus gebaut. Und auf dem alten PC von mir habe ich das damals auch gespielt, also ich liebe es einfach, Sachen zu bauen und, oh mein Gott. Nein. Und hier endet jetzt auch die Demo. Ja, der arme Mann. So viel kann ich nur dazu sagen. Schade, dass es ihn erwischt hat. Ich glaube, es wäre sicherer für ihn gewesen, wenn er vielleicht noch die Tür bei sich zugemacht hätte. Die Tür stand die ganze Zeit auch gerade offen. Vielleicht hätte er auch hochgehen sollen. Oben wäre er vielleicht sicherer gewesen. Vielleicht noch was verbarrikadieren oder so. Aber na gut. It is what it is. Das war es dann jetzt auf jeden Fall hier mit dem Video. Also das Spiel, muss ich aber ganz klar nochmal sagen, wird auf jeden Fall von mir kommen als Let's Play. So viel ist sicher. Weil das war super. Das hat mir richtig Bock gemacht gerade. Lasst auf jeden Fall zum Abschluss jetzt einen Daumen nach oben da, um das Video zu unterstützen. Und ja, haut in die Kommentare, was euer Eindruck so vom Spiel ist. Und falls ihr es vielleicht auch schon selber getestet oder gespielt habt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet. Das war's, euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.